Die REGA-Werkausgabe, kurz RWA, ist seit 2008 ein Forschungsprojekt in der Trägerschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und dem Auftraggeber Max-Reger-Institut Elsa-Reger-Stiftung Karlsruhe. Projektpartner sind das Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, der Karus Verlag in Stuttgart und der virtuelle Forschungsverbund EDIROM. Max Reger war ein deutscher Komponist, Organist, Pianist und Dirigent und zählt zu einem der wichtigsten Repräsentanten der musikalischen Moderne. Max Regers Einordnung war schon in seiner eigenen Zeit schwierig. Er galt den einen als Traditionalist, weil er sich stützte auf alles, was vor ihm komponiert war, und den anderen als extremer Fortschrittler, weil er sämtliche Parameter des Tonsatzes extrem differenzierte und komplizierte. In nur 27 Jahren Schaffenszeit zwischen 1889 und 1916 hat Reger 146 Werke mit sowie zahlreiche Werke ohne Opuszahl komponiert. Er hat sich in nahezu allen musikalischen Gattungen ausgedrückt, in Liedern, in der Kammermusik, in Chor- und Orchestermusik und in Orgelwerken, mit denen er internationale Berühmtheit erreichte. Die RWA hat das Ziel, das Gesamtöuvre Max Regers zu erschließen und in hybrider Form als gedruckter Notenband und im digitalen Apparat online zugänglich zu machen. Dabei ist das Projekt als Langzeitprojekt angelegt und systematisiert Regers Schaffen in drei Abteilungen. Als prominentester Bereich seine Orgelwerke. Bis heute stellen sie den Werkteil dar, der international von der musikalischen Praxis am stärksten nachgefragt wird. Das insgesamt 7 Bände umfassende erste Modul der RWA wurde bereits abgeschlossen. Zusätzlich wurden sämtliche Werke auch in Einzelausgaben veröffentlicht. Der zweite Bereich deckt die in Forschung und Praxis wenig beachteten rund 300 Lieder- und Chorwerke ab. Der RWA sind insbesondere die Autographen-Stichvorlagen zugänglich, die sich als zentrale Referenzquelle für die Edition entpuppt haben. Das Modul der Lieder- und Chorwerke umfasst insgesamt 11 Bände und wird 2024 komplett vorliegen. Im dritten Bereich thematisiert die RWA Regers Bearbeitungen von Werken anderer Komponisten. Fast 300 Kompositionen hat Reger für neue Besetzungen übertragen und sie in die Klangästhetik seiner Zeit transportiert. Viele dieser Bearbeitungen werden im Rahmen der RWA erstmals herausgegeben. Dieses Modul umfasst ebenfalls 11 Bände. Im Zentrum stehen die Notenautographen, Briefe und Dokumente von der Hand des Komponisten. Die Sammlung des MRI umfasst aktuell 224 Notenhandschriften von Reger, 3878 Briefe und Postkarten, 2239 Fotografien und 593 weitere Dokumente. Neben den gedruckten Bänden gibt es eine umfangreiche digitale Fassung, die über das Online-Portal des MRI zugänglich ist. So wird etwa der kritische Bericht, in dem Quellenvergleich und editorische Entscheidungen dokumentiert sind, von der abstrakten Buchform zu einer visuellen Entdeckungsreise. Die NutzerInnen werden durch die Quellen geführt und erhalten Einblicke in Regers Kompositionswerkstatt. Die Entstehung eines Werkes kann von der Skizze bis zum Erstdruck nachvollzogen werden. Auch jede editorische Entscheidung wird im synchronisierten Quellenvergleich transportiert. Die NutzerInnen können nach bestimmten Fragestellungen wie zum Beispiel Dynamik, Artikulation oder Liedtext gezielt Anmerkungen ansteuern oder taktweise durch die textkritischen Anmerkungen navigieren. Die digitale Enzyklopädie liefert darüber hinaus biografische Informationen zu InterpretInnen und WidmungsträgerInnen und beleuchtet deren persönlichen Bezug zu Reger. Briefe und andere Dokumente werfen Schlaglichter auf die Entstehung und Uraufführung Regerscher Werke. Und sie geben Aufschluss über das weit gespannte kulturelle Netz, in das Reger eingebunden war. Die Analyse von Regers Werken wird gleichsam einer Zwiebelstruktur vorgenommen. Hierbei werden Detailbetrachtungen der Werkentstehung und zeitgenössische Rezeptionen, kontextualisierende Beschreibungen zu Aufführungsorten, Textdichtern und Vorlagen und Regers Gesamtwerk überspannende Betrachtungen entschlüsselt. Dabei beginnt die wissenschaftliche Edition mit der Auswertung und dem Vergleich der musikalischen Quellen. Im Falle Regers ist die Beschäftigung mit den Manuskripten besonders attraktiv, denn sie sind von außergewöhnlicher kalligraphischer Schönheit. Das besonders Reizvolle an Regers Manuskripten ist, dass er mit zwei Tintenfarben arbeitet.
rote Tinte für die Vortragsanweisung und schwarze Tinte für den Notentext. Das macht es auch so reizvoll, diese Manuskripte digital zu präsentieren. Das hat er lebenslang gemacht, auch in An die Hoffnung, Opus 124 für Altstimme und Orchester. Es gibt ein Manuskript als Partitur und eins als Klavierauszug. Der Klavierauszug ist ihm von der Widmungsträgerin und Uraufführungssängerin Anna Erla Schnaut. Das hat er ihr geschenkt und Anna Erla Schnaut hat es dem Max-Reger-Institut vermacht. Einblicke in die Editionsprozesse erhalten die NutzerInnen bisher für die Lieder- und Chorwerke Regers. In den nächsten Jahren werden dann auch seine Orgelwerke und Bearbeitungen anderer Komponisten ergänzt. Mit RWA wurde ein Projekt geschaffen, welches Wissenschaft und Praxis gleichermaßen bereichert. Die Reger-Werkausgabe gibt den BenutzerInnen einerseits eine aufführbare Werkgestalt in die Hand und kann andererseits alle Stadien der Werkentstehung bildgestützt offenlegen und Regers Schaffen in seinen Kontexten erfahrbar machen. Max Reger führte ein Leben im Akkord. Durch die Archivierung und Aufbereitung der Quellen im Rahmen der RWA wird sein Lebensweg im Allgemeinen und sein musikalisches Gesamtwerk im Besonderen geehrt.